Aus der Ablehnung der Megamasten für die Südlinkstromtrasse durchs Weserbergland und durch Niedersachsen und Hessen haben die Gäste einer Fachkonferenz in Kassel keinen Hehl gemacht. Mit ihrer kritischen Einstellung zum Ausbau des Höchstspannungsübertragungsnetzes von Nord nach Süd waren sie eindeutig in der Überzahl und sie hatten auch die besseren Argumente. Grundsätzlich Erdkabel und nur in Ausnahmefällen die Freileitung. Das ist die Formel, die Landrat Tjaak Bartels aus der mehrstündigen Expertenanhörung im Hermann-Schaft-Haus in Kassel als Erkenntnis gewonnen hat. Bartels ist Sprecher von rund 20 Landkreisen, die von der TenneT-Stromtrassenplanung quer durch Deutschland betroffen sind und war mit der Veranstaltung zu Gast bei seinem Landratskollegen in Kassel. Hier nun das Fazit des Hameln-Pyrmonter Landrates zum Schluss der Veranstaltung für die Weserbergland-Nachrichten. Herr Bartels, ist das Erdkabel die Lösung aller Probleme? Naja, sicherlich nicht die Lösung aller Probleme, aber unter dem Strich können wir nach dem heutigen wirklich intensiven Nachmittag, glaube ich, sagen, es ist die erheblich bessere Lösung, um Strom von einem Punkt zum anderen zu bekommen, der deutlich weniger Folgeerscheinung hat, deutlich weniger Eingriffe mit sich bringt. Und das hat es heute sehr, sehr deutlich gezeigt. Und offenbar auch eine günstigere Lösung, als man bisher gedacht hat. Naja, bisher wurde immer sehr vage seitens TenneT, zum Teil auch der Bundesnetzagentur, die hat sich da inzwischen etwas anders aufgestellt, gesagt, 4 bis 8 Mal so teuer, was die Errichtungskosten angeht. Wir haben heute von etlichen Experten verschiedene Zahlen gehört, die lagen aber alle zwischen 1,7 und 2,2 maximal. Das ist schon mal eine ganz andere Größenordnung und das nur die Errichtung. Wenn wir dann die zweite Seite noch hinzurechnen, nämlich das, was an Kosten durch die Freileitung entsteht, volkswirtschaftliche Verluste durch touristische Wertschöpfung, die wegfällt, durch Grundstücksentwertung und, dann ist es mit Sicherheit ohnehin die erheblich günstigere Lösung, das Erdkabel zu wählen. Grundsätzlich die Frage, brauchen wir überhaupt diesen Westschwenk durch das Weserbergland? Ja, also das ist eine ganz komplizierte Frage. Nehmen wir mal das ganze Thema Erdkabel beiseite. Dann hat ja die Bundesnetzagentur schon jetzt gesagt, TenneT hat nicht transparent und richtig geplant und muss die Planung neu beginnen. Und wir haben ja nachgewiesen, dass die großen Ballungsräume wie Magneten gewirkt haben. Und das waren die Verbindungen. Und dazwischen wurden dann irgendwelche Strecken gesucht und die waren möglicherweise naturräumlich überhaupt nicht geeignet. Ich glaube, wenn TenneT sauber anfängt, neu zu planen, dann wissen wir gar nicht, wo die Trasse langläuft. Ich glaube persönlich nicht, dass sich das Weserbergland dann unbedingt anbietet. Aber das Spiel ist offen und wir haben uns ja nicht deswegen zusammengetan, um es von uns wegzudrücken, sondern wir haben gesagt, wir wollen eine transparente, gute Planung und so wenig Eingriff wie möglich, ohne zu sagen, St. Florian, macht es doch bitte nur woanders. Das haben wir ausdrücklich nicht gesagt. Aber hat sich also der Widerstand aus dem Weserbergland schon jetzt gelohnt? Na, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hätten diese Reaktion der Bundesnetzagentur nicht gehabt, wenn wir nicht massiv darauf hingewirkt haben. Wir haben mit unseren Gutachtern von der Kanzlei de Witt und Herrn Professor Runge, Herrn Dr. Hartlik, genau diese Dinge herausgearbeitet haben, die mehrfach vorgetragen, sowohl im Bundestag als auch bei der Bundesnetzagentur. Und das Ergebnis haben wir gesehen. Das war ein großer gemeinsamer Erfolg dieser über 20 Landkreise. Was ist die Botschaft des heutigen Tages hier aus Kassel? Die Botschaft ist, dass wir zum einen jetzt schon mal wissen, dass die Planung neu angegangen werden muss. Und die zweite Botschaft ist, dass wir sagen, wir wollen Verantwortung für diese Energiewende übernehmen und wir wollen es richtig gemacht wissen. Und deswegen muss die Lösung Erdverkabelung heißen. Und zwar überall dort, wo es irgendwie geht. Grundsätzlich Erdkabel und nur in Ausnahmefällen die Freileitung. Das ist das Ziel, mit dem wir, glaube ich, einen großen Schritt weiterkommen.